Hallo, mein Name ist Grete Sommerhäuser, ich bin 23 Jahre alt und komme aus Berlin. Ich studiere hier im 8. Semester Medizin an der Charité und ich bin im Jahr 2018 Promotionsstipendiatin der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs. In meinem Promotionsprojekt geht es um die Gesundheit der Nachkommen von jungen Krebspatienten. Und das wollen wir insbesondere dann untersuchen, wenn die Eltern eine künstliche Befruchtung in Anspruch genommen haben. Dazu muss man wissen, dass ca. ein Drittel der jungen Menschen mit Krebs nach einer Chemo- oder Strahlentherapie eine eingeschränkte Fruchtbarkeit aufweisen. Nach einer Stammzelltransplantation sind es sogar mehr als zwei Drittel der Patienten, die hiervon betroffen sind. Viele Patienten belastet die Sorge, dass ihr eigenes Kind ein erhöhtes Risiko für eine Krebserkrankung oder für Fehlbildungen aufweisen könnte. Alle bisherigen Studien konnten jedoch zeigen, dass dies nicht der Fall ist. Und in diesem Zusammenhang möchten wir nun auch untersuchen, inwiefern die künstliche Befruchtung selbst hier einen Einflussfaktor darstellt. Und auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse möchten wir dann eine fundierte Informationsgrundlage für die Aufklärung von jungen Krebspatienten schaffen, damit letztendlich jeder einzelne Betroffene für sich selbst entscheiden kann, ob er eine Familie gründen möchte. Ja, das Fach Hämatologie und Onkologie ist ein Feld, in dem in den letzten Jahren große Fortschritte in Diagnostik und Therapie erzielt werden konnten. Und dadurch sind die Überlebenschancen der Patienten immer weiter gestiegen. In Deutschland liegt die Überlebensrate von jungen Patienten, die vor dem Alter von 40 an Krebs erkranken, inzwischen bei über 80%. Ja, und vor diesem Hintergrund werden nun erst Themen wie Langzeitfolgen der Therapie, die Lebensqualität und auch Familienplanung nach abgeschlossener Behandlung immer wichtiger für die Patienten. Und in dem Bereich gibt es aktuell einfach noch relativ wenige Daten und auch die Aufklärung findet noch nicht umfassend statt. Ich bin von meiner Doktormutter, Frau Professor Anja Borgmann-Stau, die sich schon seit vielen Jahren in der Nachsorge von Kinderkrebspatienten engagiert, auf die Arbeit der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs hingewiesen worden. Und als ich mich weiter über die Arbeit der Stiftung informiert habe, hat sich gezeigt, dass sich die Ziele und die Schwerpunkte der Stiftung eigentlich sehr stark mit den Zielen unserer Arbeitsgruppe decken. Das Stipendium bietet mir nun die Möglichkeit, intensiv an meinem Promotionsprojekt zu arbeiten, wofür ich wirklich sehr dankbar bin. Zunächst freue ich mich jetzt auf die weitere Arbeit in unserer Arbeitsgruppe an der Charité und hoffe, mit meinem Projekt einen Beitrag zu einer verbesserten Nachsorge für junge Krebspatienten leisten zu können. Und nach meinem Studium kann ich mir gut vorstellen, auch im Bereich Hämatologie, Onkologie zu arbeiten. Und eine eigene Familie wünsche ich.